So ziehst du die Liebe in dein Leben. Liebeszauber ist kein Hexenwerk. Wie viele Geschichten der Mythologie, Märchen und Sagen ranken sich um Liebestränke oder Zaubersprüche, die uns unsere Liebsten direkt in unsere Arme treiben sollen. Das Thema Liebeszauber beherrscht Musik, Literatur, Film und die bildenden Künste. Ein wenig Magie darf die Liebe ruhig verströmen. Schließlich ist sie eine Himmelsmacht und somit wahrlich nicht von dieser Welt. Doch was wäre, wenn wir dir heute ein paar einfache Formeln und kurze, kraftvolle Sätze präsentieren, die auch dir die große Liebe in dein Leben zaubern können? Und das gänzlich ohne Nebenwirkungen. Die Rede ist hier natürlich von positiven Affirmationen. Dabei handelt es sich um kurze, knackige und aussagekräftige Glaubenssätze, die du jeden Tag, jederzeit und überall anwenden kannst. Sie bringen deine Frequenzen in die richtige Schwingung, stärken deinen Wunsch und überzeugen mit der Zeit auch deine strengsten inneren Kritiker. Du kannst sie laut aussprechen, aufschreiben, dir im Geiste vorsagen oder sie anderweitig zum Ausdruck bringen. Das Einzige, was du beachten musst, ist auch hier: Die Macht liegt in der Wiederholung. Welche Kräfte wirken hier? Weder Voodoo noch Hexenwerk sind hier am Zug. Affirmationen sind simple Bestandteile des Visualisierens und des Manifestierens. Man kennt sie auch im autogenen Training. Die eigentliche Kraft, die hier zum Einsatz kommt, ist jedoch das Gesetz der Anziehung. Nummer 1. Ich-geleitete Affirmationen. Hierbei handelt es sich um Sätze, die ausnahmsweise uns als Person an erste Stelle setzen. Sie sind besonders wirksam, wenn wir insgeheim an uns zweifeln und uns der Liebe vielleicht sogar für nicht würdig erachten. Ich bin liebenswert. Ich verdiene es, zu lieben und geliebt zu werden. Ich bin ein liebevoller und wertvoller Mensch. Ich bin ein Magnet für Liebe und Zuneigung. Ich begebe mich voller Vertrauen in die Hände der Liebe. Ich ziehe die Liebe in mein Leben und in mein Herz. Ich bin bereit dafür, mein Leben zu teilen. Ich erzwinge nichts und füge mich der göttlichen Weisheit. Ich trage die Liebe in mir und in die Welt hinaus. Ich widme meine Zukunft der Liebe in meinem Leben. Nummer 2. Liebeszentrierte Affirmationen. Bei diesen stellst du die Liebe an erste Stelle und rückst sie damit in den Mittelpunkt deiner Affirmation. Diese Formulierungen eignen sich, wenn du eigentlich schon aufgehört hast, an die Liebe zu glauben oder noch nicht so wirklich bereit bist, ihr dein Vertrauen zu schenken. Die Liebe ist machtvoll. Die Liebe kann alles und steht über allem. Die Liebe kommt zu mir. Die Liebe wird mich finden, wenn sie bereit ist. Die Liebe lässt niemanden zurück. Die Liebe ist groß genug, um sich in den kleinen Dingen zu zeigen. Die Liebe und meine Lebenslinie kreuzen sich. Die Liebe ist keine Frage des Alters. Die Liebe wohnt in jedem Menschen, den ich heute treffe. Die Liebe gewinnt am Ende immer. Nummer 3. Partnerbasierte Affirmationen. Wer die Liebe verstanden hat, weiß, dass sie es gerne sieht, wenn wir das Du vor das Ich reihen. Diese Affirmationen eignen sich für alle, die selbstlos der Liebe entgegenblicken und sich ihr gerne voll und ganz hingeben möchten. Mein Partner kann sich immer auf mich verlassen. Mein Lebensmensch will gemeinsam mit mir wachsen. Mein Partner wird meine Stärke und meine Liebe spüren. Mein Seelenverwandter darf jederzeit in mein Leben treten. Meine bessere Hälfte ergänzt und bereichert mich. Der Mann oder die Frau an meiner Seite ist präsent und stark. Es gibt sie, die eine Frau für mich. Er existiert bereits, der eine Mann, der nur für mich bestimmt ist. Mein Lebensmensch findet mich immer und überall. Ein Blick genügt, um uns zu erkennen. Nummer 4. Göttliche oder universelle Affirmationen.
Wer die schönste Sache der Welt zur Chefsache erklären möchte, schlägt damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits legen wir unser Schicksal in die Hände der höheren Mächte und geben die Kontrolle ab. Andererseits sichern wir uns so indirekt die beste aller Lösungen, denn wer hat mehr Einfluss auf die Liebe als Gott oder das Universum? Gott entsendet meinen Lebensmenschen zum richtigen Zeitpunkt. Das Universum hat meine Bestellung erhalten. Mein geistiges Ich und jenes meiner Zwillingsflamme suchen und finden einander. Die höheren Mächte meinen es gut mit mir. Gott schenkt mir die eine Person, die alles mit mir teilt. Wenn das Universum es geschehen lässt, soll es geschehen. Die höheren Mächte mögen mir die Liebe schicken. Gott lenkt Amors Pfeil in meine Richtung. Liebes Universum, bitte schicke mir die Liebe. An die Engel geleitet meine Liebe sicher zu mir. Nummer 5. Seelenzentrierte Affirmationen. Die höchste und tiefste Form von Liebe ist die Seelenliebe. Jeder Mensch trägt nur eine unvollständige Seele in sich. Die dazu passende, bessere Hälfte ist jene unserer Dual- oder Zwillingsseele. Die spirituelle Welt geht davon aus, dass wir diesen einen Menschen finden werden, wenn auch nicht in jeder Reinkarnation. Ausgehandelt werden solche und andere Details der Seelenverwandtschaft in den sogenannten Seelenverträgen. Meine Seele sucht die deine. Zeig dich, Zwillingsseele. Alles in mir ist bereit für meinen Seelenmenschen. Meine Seele ist komplett, aber nur vollständig mit dir. Ein Herz und eine Seele will ich sein. Erkenne meine Seele an meinen Augen. Der göttliche Funke in mir sucht Vollkommenheit. Seelenfrieden kommt mit Seelenliebe. Mein inneres Leuchten zeigt dir den Weg. Meine Seele sendet Botschaften der Liebe. Unser heutiges Fazit: Warum funktionieren Liebesaffirmationen? Egal für welche Variante du dich entscheidest und wie du deine ganz persönlichen Affirmationen formulierst, wichtig ist neben der regelmäßigen Wiederholung, dass sie von Herzen kommen. Denk nicht zu lange oder zu intensiv darüber nach, ob dieser Satz einen Sinn macht oder grammatikalisch korrekt ist. Lass die Affirmationen aus deinem Inneren an die Oberfläche strömen und gib ihnen den nötigen Raum. Manchmal ist das Gefühl entscheidend, das wir mit diesem Satz oder dieser simplen Aneinanderreihung von Wörtern transportieren. Affirmationen sind nichts anderes als das Sichtbarmachen von Emotionen, um sie Gestalt annehmen zu lassen. Nur wenn wir von Liebe sprechen, können wir Liebe fühlen. Nur wenn wir Liebe fühlen, können wir sie in die Welt hinaustragen. Und nur wenn wir die Liebe in die Welt hinaustragen, können wir sie in unser Leben ziehen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.